Hallo und herzlich willkommen zu einem Videomodul in der Schiedsrichterausbildung des Volleyballverbandes Berlin e.V. Wir beschäftigen uns heute mit dem Modul Der Aufschlag. Der Aufschlag ist die Handlung, durch die der in der Aufschlagzone befindliche rechte Hinterspieler den Ball ins Spiel bringt. Der erste Aufschlag im ersten Satz und im Entscheidungssatz wird von der Mannschaft ausgeführt, die bei der Auslosung vor dem ersten Satz bzw. vor dem Entscheidungssatz das Recht dazu erlangt hat. Die anderen Sätze werden durch den Aufschlag derjenigen Mannschaft begonnen, die im vorherigen Satz nicht zuerst aufgeschlagen hat. Die Spieler müssen die Aufschlagreihenfolge einhalten. Der erste Schiedsrichter genehmigt den Aufschlag, nachdem er sich davon überzeugt hat, dass die Mannschaften spielbereit sind und der Aufschlagspieler in Ballbesitz ist. Achte als erster Schiedsrichter dabei insbesondere auf die korrekte Anzahl der Spieler auf dem Feld sowie auf die Positionen der jeweiligen Liberos. Sollte ein Libero auf eine Vorderfeldposition rotiert sein, ist die Mannschaft nicht spielbereit. Der Ball darf nur einmal hochgeworfen bzw. losgelassen werden. Leichtes Hin- und Herwerfen sowie Dribbeln sind erlaubt. In diesen beiden Videos sehen wir regelgerechtes Verhalten der aufschlagenden Spieler. Im unteren Video sehen wir, wie eine aufschlagende Spielerin den Ball deutlich über Kopfniveau anwirft, ihn wieder fängt und dann nochmals anwirft. Das ist nicht mehr regelgerecht. Der erste Schiedsrichter pfeift und zeigt den Fehler mit dem dargestellten Handzeichen an. Der Aufschlagspieler muss den Ball nach dem Pfiff des ersten Schiedsrichters zum Aufschlag binnen 8 Sekunden schlagen. Gelingt dies dem aufschlagenden Spieler nicht, pfeift der erste Schiedsrichter den Spielzug wieder ab und zeigt den Fehler mit dem oben dargestellten Handzeichen an. Ein vor dem Pfiff des ersten Schiedsrichters ausgeführter Aufschlag wird annulliert und wiederholt. Zum Aufschlag kontrolliert der erste Schiedsrichter die Aufstellung der aufschlagenden Mannschaft sowie die korrekte Ausführung des Aufschlages. Der zweite Schiedsrichter kontrolliert zum Zeitpunkt der Ausführung des Aufschlages die Aufstellung der annehmenden Mannschaft. Im Moment der Ausführung des Aufschlages müssen alle Spieler bis auf den Aufschlagenden im eigenen Feld auf ihren Positionen stehen. Der Ball muss mit einer Hand oder einem beliebigen Teil des Armes geschlagen werden, nachdem er zuvor aus der Hand oder den Händen hochgeworfen oder losgelassen wurde. Im Moment des Aufschlages oder des Absprunges zu einem Sprungaufschlag darf der Aufschlagspieler weder das Feld, einschließlich der Grundlinie, noch den Boden außerhalb der Aufschlagzone berühren. Nach dem Schlag darf er außerhalb der Aufschlagzone oder innerhalb des Feldes aufkommen bzw. dorthin treten. Nach der Ausführung des Aufschlages sind die Spieler nicht mehr an ihre Plätze, sondern nur noch an ihre Funktionen als Vorder- oder Hinterfeldspieler gebunden. Fehler beim Aufschlag. Folgende Fehler führen zu einem Aufschlagwechsel, selbst wenn der Gegner einen Positionsfehler begeht. Die Aufschlagreihenfolge wird nicht eingehalten. Dann spricht man von einem Rotationsfehler.
Der Aufschlag wird nicht korrekt ausgeführt. Dieser Fehler wird mit dem oben dargestellten Schiedsrichterhandzeichen angezeigt. Hier im Video betritt der aufschlagende Spieler die Grundlinie. Der erste Schiedsrichter pfeift und zeigt, nachdem er angezeigt hat, welche Mannschaft als nächstes aufschlagen wird, den Fehler mit dem oben dargestellten Handzeichen an. Fehler nach dem Schlagen des Balles. Nach dem korrekten Schlagen des Balles wird der Aufschlag als Fehler geahndet, es sei denn, ein Spieler begeht einen Positionsfehler, wenn der Ball einen Spieler der aufschlagenden Mannschaft berührt oder die senkrechte Ebene des Netzes nicht durchquert. Der erste Schiedsrichter pfeift und zeigt, nachdem er angezeigt hat, welche Mannschaft als nächstes aufschlagen wird, den Fehler mit dem dargestellten Handzeichen an. Nach dem korrekten Schlagen des Balles wird der Aufschlag als Fehler geahndet, es sei denn, ein Spieler begeht einen Positionsfehler, wenn der Ball ausgeht, inklusive Antennenberührung oder Berührung des Netzes außerhalb der Antennen oder der Pfosten. Dann ist dieses Schiedsrichterzeichen zu verwenden. Nach dem korrekten Schlagen des Balles wird der Aufschlag als Fehler geahndet, es sei denn, ein Spieler begeht einen Positionsfehler, wenn der Ball über einen Sichtblock fliegt. Dann ist dieses Schiedsrichterzeichen zu verwenden. Der Sichtblock. Was sagt das Regelwerk dazu? Die Spieler der aufschlagenden Mannschaft dürfen dem Gegner die Sicht auf den Aufschlag und auf die Flugbahn des Balles nicht durch einen individuellen oder durch einen Gruppensichtblock verdecken. Sollte eines für die annehmende Mannschaft sichtbar sein, ist es kein Sichtblock. Vor der Saison 2022/2023 kam es noch darauf an, dass der aufschlagende Spieler nicht durch die Spieler seiner Mannschaft verdeckt sein durfte. Dies hat der Ersteller der Regeln gestrichen. Die Handlungen der aufschlagenden Mannschaft in dem Video rechts sind regelgerecht, da die annehmende Mannschaft nicht nur Sicht auf den Aufschlag selbst, sondern auch auf die Flugbahn des Balles hatte, obwohl der Aufschlagspieler verdeckt war. Bedenke: Die Perspektive des ersten Schiedsrichters ist nicht optimal, um diesen Fehler zu bewerten. Nur klar erkannte Fehler sollten von dir geahndet werden. Es handelt sich um keinen Sichtblock, wenn netznahe Vorderspieler die Hände zur Blockvorbereitung heben und der Ball hoch drüber fliegt, zum Beispiel bei einem Sprungaufschlag. Damit ist dieses Videomodul beendet. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.